Die neue Woche hat begonnen. Wir hatten einen Feiertag in Amerika. Auch wenn die deutsche Börse offen war, richtig passiert ist eigentlich nichts. Zumindest mal nicht am Feiertag. Doch die Situation nach dem Feiertag, wie sieht sie aus? Müssen wir, können wir, dürfen wir mit was Positivem rechnen? Schauen wir es uns an und wir gehen dabei die einzelnen Indizes mal durch. Fangen wir an mit dem Dow Jones. Nochmal ganz grob zur groben Orientierung, die Situation, Schub nach oben seit dem März-Tief, dann anschließend sind wir ein bisschen runtergekommen, gucken wir hier im 4-Stunden-Chart, dann sehen wir das genauer. Und ihr erinnert euch vielleicht an die beiden Boxen, die große Box für den, ja, für den groben Rücksetzer, die feine Box nochmal so ein bisschen detaillierter. Und tatsächlich hatte der Kurs hier gedreht. Jetzt kommt er allerdings runter. Ist das ein schlechtes Zeichen? Oder ist das vielleicht sogar ein gutes Zeichen? Noch ist dieser Rücksetzer für mich nicht nachteilig aus meiner Sicht. Also, wir gucken uns alles an, was nach dem 25. Mai passiert ist, nämlich nachdem der Kurs hier sein Tief ausgebaut hatte, gedreht hatte. Das schauen wir uns jetzt mal an, und zwar so ein bisschen feinporiger hier im 15-Minuten-Chart. Und dann sehen wir, dass die Bewegung erstmal nach oben gegangen ist, dann eine Pause gemacht hat, nach oben gegangen ist, wieder eine Pause macht, beziehungsweise, naja, das ist jetzt die Frage, ist es nur eine Pause oder nicht? Aber irgendwie hat man den Eindruck, dass die Bewegung, die wir hier haben, aktuell, dass die doch relativ korrektiv aussieht. Das heißt, wenn alles gut läuft und der Markt jetzt ein bisschen nach oben geht, merkt euch mal so dieses Zwischenhoch hier oder zur Not auch hier ein bisschen aggressiver, das Zwischenhoch hier bei ungefähr 33.126. Das ist hier beim Dow Jones im 15-Minuten-Chart, Dow Jones Future wohlgemerkt. Dann sehen wir, das sind so Zwischenhochs, wenn der Markt da nach oben durchgeht, ist das erstmal ein sehr, sehr positives Zeichen, denn es würde tatsächlich hier eine gute Chance haben, dass das Ganze quasi wie ein Fünfweller aufzufassen ist und anschließend eine Korrektur kommt, aber wir sind impulsiv nach oben. Der ist höher als dieses Zwischenhoch hier. Das heißt, wir hätten auch nach dieser Pause im Anschluss eigentlich eher das bullische Bild. Das heißt, wir haben eigentlich eine ganz gute Chance, dass wir in einem wirklich übergeordneten, also untergeordnet erstmal hier im 15-Minuten-Chart, bullischen Bild sind, mit einer realistischen Chance, dass es bald losgeht, solange wir jetzt nicht mehr deutlich tiefer gehen, da sage ich gleich noch was dazu, sondern so die Zwischenhochs, was haben wir gesagt, 130 knapp, 120 hier, was auch noch geht, ist ein paar Stunden früher oder ein paar Minuten früher, hatten wir hier bei 160 ungefähr nochmal 33, 160, in etwa ein Zwischenhoch. Wenn diese Marken durchstoßen werden, dann haben wir eigentlich eine relativ gute Chance, dass es nach oben geht. Okay, soweit so easy. Gibt es denn Chancen, da jetzt dann einzusteigen? Ist das sinnvoll? Ja, ich muss gestehen, so 100% gut gefällt mir diese gesamte Aufwärtsbewegung nicht. Mal abgesehen davon, dass das hier vorne nicht so richtig klar fünfwellig aussieht, aber es ist nun mal relativ stark, das ist eine klare Pause. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist das quasi die Korrektur vergleichbar mit der? Die sieht doch viel größer aus. Wir dürfen nicht vergessen, dass Teile dieser Strecke durch die Zeit, einfach durch den Feiertag gestern, in die Länge gezogen sind. Also wenn wir das ein bisschen rausnehmen würden, hier aus der Geschichte, dann war das hier mehr oder weniger von hier nach, wo waren wir da, 30, machen wir das mal hier so bis zum Nachmittag, hier in etwa bis dahin. Also das ist eigentlich Pause durch Feiertag. Insofern wirkt die natürlich ein bisschen größer. Jetzt müssen wir noch mal so ein bisschen schauen, okay, wie sieht das von den Größenverhältnissen aus? Gucken wir uns mal so diesen vorderen Teil an von der Größe. Jetzt würde man natürlich das gerne hier oben ansetzen. Ja, ist nachvollziehbar, aber wie gesagt, das ist zum Feiertagsbedingungen hier passiert. Da war ja kein Mensch da. Wenn wir das hier mal ansetzen, dann ist das noch alles in Ordnung. Aber selbst wenn wir das hier oben ansetzen, dann ist es so ein bisschen tiefer, der Überschuss sozusagen nach unten. Aber alles noch in Ordnung. Also ihr seht, da muss man ein bisschen tricksen jetzt feiertagsbedingt. So 100% sauber ist es nicht. Aber solange die Kurse im Moment oder bald jetzt nach oben mal wegdrehen würden, ist das ein ganz gutes Zeichen. Was ich idealerweise nicht mehr sehen möchte, ist, dass wir diese Marke hier nach unten durchstoßen. Das wäre mir jetzt am unliebsamsten, denn dann wäre das vorläufig noch nicht so richtig klar, ob nicht der Kurs doch noch mal einmal tiefer geht. Also die Erwartungshaltung, wenn er dieses Zwischenhoch hier, das ist vom 25. am Abend passiert,
deutsche Zeit. Also wenn er dieses Hoch hier nochmal durchstößt, ungefähr 32.900 Paar zerquetschte, dann wäre das eigentlich ein Zeichen für, wir kontestieren das letzte Tief nochmal, das wir ja unlängst vorher hatten, 25. hier um 17:30 Uhr so in etwa, damit ihr das gegebenenfalls in eurem Chart wiederfindet. So, bedeutet das da jetzt Short gehen? Naja, ihr wisst, das ist für mich jetzt kein Short-Trigger an der Stelle. Das ist nur ein Zeichen, dass vorläufig Long erstmal vom Tisch ist. Das heißt, die Long-Seite wäre eben ungefähr auf diesen genannten Niveaus hier. Eigentlich eine attraktive Geschichte, fällt der Kurs weiter, dann bin ich vorläufig hier aber im Index von der Long-Seite erstmal zurückgetreten. Dann interessiert mich das aktuell zumindest mal noch nicht. So, also es sieht ganz gut aus. Das passt auch ausgesprochen gut in das übergeordnete Bild, denn ihr erinnert euch, Schub hoch, Korrektiv runter. Wir haben hier beste Anzeichen, dass wir eigentlich tief genug gefallen sind, auf verschiedene Art und Weisen hier mit den Fibonaccis. Der Indikator sagt auch, Momentum würde so langsam für ein Drehmal sprechen. Also es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass der nächste Arm nach oben, also ein bisschen vergleichbar wie das, was wir seit Mitte März bis, was war das, bis zum April hier irgendwo, Mitte April dann hatten, dass wir das jetzt hier nochmal sehen, oder Anfang Mai war es sogar, dass wir das hier nochmal sehen, das halte ich für sehr realistisch und damit dann sogar die 38.000er Marke ernsthaft nochmal angesteuert wird. Jawohl, ihr seht, ich bin relativ bullish. Voraussetzung allerdings für mich ist, dass der Markt dann auch wirklich hier die Zwischenhochs zumindest erstmal rausnimmt. Das ist kein Beweis, aber ist ein zusätzliches Indiz. Dann haben wir ganz viele Einzelindizien, die durchaus patternmäßig, größenverhältnismäßig, momentummäßig dafür sprechen. Und das wäre mir eigentlich die liebste Art und Weise. Wenn der Kurs dann nochmal unten durchgeht, dann ist erst nochmal abwarten angesagt. Vielleicht geht er dann nochmal tiefer. Die Kiste kann ja auch ein bisschen unterschritten werden. Nur zu tief sollte es nicht sein. Ich glaube, heute Nachmittag müssen wir nicht besprechen, was passiert bei dem Bruch der 32.236, der 78er Marke hier. Das wäre sicherlich vorläufig zumindest mal nicht das gewünschte Szenario, denn das würde die Türen auch noch mal locker unter 31.000, oh Gott, oh Gott, 31.500, wo sind wir? Entschuldigung, 31.150. So, jetzt sind wir wieder auf Kurs hier. Also, dass wir da irgendwie noch mal runterkommen, würde ich dann gar nicht so abwegig finden. Aber im Moment wollen wir noch nicht davon reden, solange der Kurs oberhalb bleibt der genannten Marken, scheint die Welt dann noch in Ordnung zu sein. So, wie sieht es beim S&P aus? Ja, der hat das nicht gemacht, den Rücksetzer. Er hätte hier wackelig hochgekonnt und dann hier entsprechend triggern. Ihr seht, das ist zwar schön und gut mit den Triggern, aber noch längst nicht gesichert, dass der Markt dann auch wirklich so eine Marke triggert. Hier hat er es nicht getriggert. Damit ist die Short-Überlegung erstmal ad acta und ja, das ist ja auch richtig so, wenn der Kurs da danach weiter kräftig nach oben geht, wären wir mit dem Short ja auch nicht glücklich geworden. Also ihr seht, das mit den Triggern ist durchaus nicht unattraktiv. Dieses Bild, was ich gezeichnet habe, ist damit also erstmal obsolet. Die Frage ist, geht der Kurs jetzt also nicht mehr hier runter? Ja, so 100% glücklich bin ich damit noch nicht, ehrlich gesagt, denn noch sieht es ja relativ dreiwellig, naja, unter Umständen ist das hier die Korrektur und der Kurs geht auch hier weiter nach oben. Also es ist denkbar, dass wir dieses Niveau jetzt skippen. Er hätte ja korrektiv hier runter gemusst und triggern für darunter. Das hat er nicht gemacht. Im Gegenteil, er geht jetzt relativ steil nach oben. Und ein bisschen analog zu dem, was wir beim Dow Jones hatten, dass wir sagen, okay, Pause war hier vorne irgendwo, zack, dann lass ihn doch nochmal Pause machen, nochmal weiterklettern. Dann wäre die nächste Pause eine Stufe größer. Also vielleicht so ungefähr, wie ich es jetzt gezeichnet habe, dass man das hier, diesen Anstieg so halbwegs bis zur Hälfte wieder runtergeht. Das muss nicht exakt sein. Ihr denkt an die Fibonaccis und das wären alles bullische Szenarien. Ich vermute, bis dahin werden wir nochmal sprechen. Also insofern will ich das noch nicht endgültig hier testieren. Aber wenn der Kurs, behaltet das im Hinterkopf, wackelig nach unten kommt und dann die Zwischenhochs triggert, sind das immer erstmal gute Anzeichen für die Aufwärtsseite. Ich lasse vorsichtshalber nochmal da unten den Bereich, muss aber sagen, dass der für mich im Moment deutlich weniger
typisch geworden ist, zumindest mal für den aktuellen Augenblick, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass diese Zone hier im Moment gar nicht hier angesteuert werden soll. Korrektiv, wie gesagt, würde Einstiegschancen für die Long-Seite bieten. Ein bisschen ähnlich wie das, was wir beim Dow Jones eben hatten. Nur wenn wir da drunter gehen, also wenn wir jetzt da wirklich nochmal reinfallen, das ist noch kein Riesendrama, aber spätestens wenn wir reinfallen und das nach unten verlassen, also die 4000 nach unten durchstoßen, dann werden wir ruckzuck in die Gefahr geraten, vielleicht sogar die 3500 noch zu sehen. Vorläufig aber kein Thema, solange der Markt sich nicht durch die schlimmeren Unterstützungen dadurch durcharbeitet, ist, glaube ich, die Short-Seite eher etwas Temporäres für zwischendurch mal. Vielleicht ein kurzer Blick noch hier. Das ist gerade die Abwärtsbewegung, die wir haben. Da sieht man, dass das möglicherweise hier eine Seitwärtskorrektur ist. Also den letzten Arm noch mal nach oben, so ähnlich wie ich das gerade angedeutet hatte. Ihr denkt dran, einmal hier Pause, nächste Pause und noch mal nach oben und danach die Korrektur in den mittleren Bereich. Das wäre das Thema. Also aktuell eher die bullische Seite, wobei, naja, Korrekturen eben gerne abzuwarten sind, um dann einzusteigen. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Der Nasdaq wunderbar geklettert. Hier habe ich nochmal auf Wochenbasis und ich habe bewusst nochmal diese alte Zeichnung. Das ist ein korrektives Muster. Und das ist das letzte Zwischenhoch. Letzte Tief, vorletzte Tief. Und der Bruch des Augusthochs ist eigentlich ein bullisches Zeichen, das dafür spricht, die Korrektur ist zu Ende. Und wir gehen auf neue Allzeithochs, auch beim Nasdaq, also 17.000. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir hier beim Nasdaq jetzt auf dem bullischen Trichter jetzt tatsächlich angekommen sind. Das heißt nicht, dass wir zwingend in einem Schritt nach oben gehen müssen, also in einem Schub hier. Das muss nicht ganz so sauber aussehen, wie das hier ist. Aber auf jeden Fall eher vorläufig ein bullisches Szenario, das Ganze. Zumal der Kurs ja jetzt zumindest im hinteren Teil nicht so super wackelig dahin ist. Na gut, also nehmen wir das mal so hin. Die aktuelle Situation, deutlicher Anstieg, den wir da jetzt haben. Soll man da jetzt oben einsteigen? Ich bin nie ein Freund, auf dem höchsten Punkt hier der Bewegung einzusteigen, hier im Tageschart. Wartet. Aus meiner Sicht, also ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wir warten regelmäßig auf irgendwelche Art der Korrekturen. So ein bisschen sieht man hier im 5-Minuten-Chart, dass wir aktuell jetzt eher auf dem Weg nach unten sind. Das ist eigentlich ganz okay, denn wenn ich mir mal angucke, dieses Hoch hier ist zumindest leicht überschneidend. Ja, von mir aus, er soll ruhig so ein bisschen so aussehen. Das wäre mir arg am liebsten. Das würde mir zeigen, ah, cool, da kann ich nochmal die Long-Seite eben fahren. Also eher ein bullisches Szenario, das Ganze. Also so richtig jetzt hier wechseln auf die Short-Seite. Also sehe ich im Moment noch keine Anzeichen. Allerdings dürfen wir eins nicht vergessen. Der Kurs ist weit gestiegen bisher und es fehlt mal wieder eine etwas größere Korrektur. Also insofern, ich würde mich nicht wundern, wenn mal so langsam sowas hier wieder käme. In der Art und Weise, jetzt sehr vereinfacht gezeichnet, könnte man sagen, wir hatten das hier, dann hier eine Pause, dann irgendwie sowas hier. Jetzt wäre mal wieder so eine Pause durchaus gangbar, würde das übergeordnete bullische Bild erstmal nicht zerstören. Also wäre ebenfalls in Ordnung. Pause, wie gesagt, für Neueinsteiger abwarten. Wer schon drin ist, einfach drin bleiben. Und da solltet ihr dann euch überlegen, wie eng ihr den Stop hinterherziehen wollt. Aber da erzähle ich euch nichts Neues. Macht den engen Stop, dann müsst ihr halt häufiger mal wieder reingehen nach der Korrektur, falls der Kurs dann weiterläuft. Wenn ihr ihn weiter weg macht, müsst ihr halt damit rechnen, dass ihr mehr eures Buchgewinns, den ihr zwischendurch habt, wieder aufs Spiel setzt, aber dafür eben nicht ganz so aktiv sein sollte. Und wer sich jetzt wünscht, nee, sag mir mal, was ist der Beste? Das gibt's tatsächlich nicht. Man kann nur sagen, was ist einigermaßen sinnvoll. Und wenn ich hier mal angucke, zum Beispiel auf Tagesebene hier der Supertrend, der ist in den meisten längeren Trends relativ gut. Hier zum Beispiel war es mal nicht gut. Ich mach's mal groß, dann seht ihr das besser. Nur mal so als Beispiel, hier in dem Trend gut funktioniert, in diesem Trend weitestgehend gut, hier mal rausgeflogen, in dem hier quasi die ganze Zeit gut, hier weitestgehend gut, hier mal rausgeflogen, für die Anstiege hier gut, hier recht gut, hier gut, aber mal einmal rausgeflogen. Ihr seht, das ist nicht perfekt, aber es nimmt euch über weite Strecken einer Trendbewegung durchaus mal mit. Deshalb überlegt, ob ihr so einen etwas langweiligeren Trailing Stop eben mitnehmen wollt oder ob ihr eben sagt, nee, ich mache das Gleiche, nur eine Stufe enger.
Das Prinzip ist das gleiche, nur müsst ihr natürlich häufiger damit rechnen. Hier werdet ihr rausgeflogen, da müsst ihr halt gucken, ob ihr wieder einsteigen könnt. Und wenn ihr sagt, ah, einsteigen, das kann ich immer nicht, das traue ich mich nicht, das ist mir unangenehm oder ich habe kein Signal dafür, ja, dann ist natürlich die Überlegung dann eben zu sagen, okay, ich lasse es lieber etwas länger oder ich verpasse den nächsten Move. Das müsst ihr gucken, was besser zu euch passt, was für euch da der wichtigere Ansatz ist. So, also so richtig bärisches kann ich aktuell hier nicht finden. Man hat den Eindruck, dass es eben ein Bullenmarkt aktuell ist. Wollen wir mal die Daumen drücken, dass es so weitergeht. Korrekturen auf der Abwärtsseite sind vorläufig wahrscheinlich Einladungen für vielleicht mal einen Zwischenshort auf einer kleineren Ebene, aber eigentlich eher für die Long-Seite. Und wie sieht es beim DAX aus? Naja, im Großen hat sich nicht großartig was verändert. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass wir auch hier gerade jetzt so ein bisschen in der Pause drin sind. Wir hatten ja darüber gesprochen, wenn es korrektiv in diese blaue Kiste gegangen wäre, dann wären das wunderbare Einstiege für ein Short nochmal hier unten in die Kiste rein, ungefähr bei 15.700, 600, 500, irgendwie sowas in der Richtung. Das wären so in etwa die Ziele der Geschichte. Also, aber jetzt muss man dazu sagen, diese Aufwärtsseite sieht jetzt so 100% korrektiv nicht aus. Ganz interessant wird die Marke bleiben, vorläufig bei ungefähr 15.000. Das ist jetzt der Index vom DAX. 15.875 oder sowas. Das ist das Zwischenhoch vom 25. Mai. Besser nicht mehr unterschreiten. Das wäre die schönste Variante. Denn ansonsten wären wir wieder überschneidend unterwegs und das wäre eben nicht das optimale Bild. Die Tiefs sind zwar sehr ähnlich, aber dieses Tief ist etwas niedriger. Ihr seht, das war die Wendekerze, über die wir damals gesprochen haben, wo wir gesagt haben, das könnte ein, wenn ihr das wollt, ein möglicher Einstieg eben sein für die Long-Seite. Wir sind tief genug gefallen, sind auf eine Unterstützung, haben eine Wendekerze, die hat er da getriggert. Also erstmal alles in Ordnung, solange es hier korrektiv weiter nach unten geht, alles safe. Man könnte sagen, okay, wenn er das unterschneidet, also überschneidet, da drunter geht, dann ist es nicht so doll. Sprich, Stopp auf dem Einstieg. Und dann ist man relativ safe. Dreht er vorher nach oben wieder ab, ist alles super. Stoppt er aus, dann hat man nichts riskiert, hat er aber eine Chance für einen Anstieg. Insgesamt, ob mit diesem Rücksetzer oder nicht, ich halte den noch nicht für komplett abwegig, aber insgesamt sind wir nach wie vor auf dem Weg. Auf der bullischen Seite bin ich da im Moment mit realistischen Chancen, dass wir früher oder später, muss nicht jetzt sofort sein, also nicht jetzt in den nächsten Tagen unbedingt, aber über viele Wochen, vielleicht Monate, dass wir da Richtung 18.000 gehen, halte ich im Moment für nicht abwegig. Viele fragen dann immer, ja, gibt es dafür irgendeinen Grund? Naja, wenn ich frech wäre, würde ich sagen, der Grund ist, weil die Leute kaufen halt. Ob das rational sinnvoll ist, ist so eine Sache. Wir haben über Rezessionen gehört, wir haben über Energieverteuerung gehört. Da kann man sich die Frage stellen, warum steigt das Ding? Ja, nicht immer. Es sind die Märkte, was das angeht, rational. Manchmal bewegen sie sich halt einfach auch nur in eine Richtung, weil die Leute kaufen. Und das scheint aktuell eher der Fall zu sein. Zumindest mal große Gefahr ist nicht. Wer kleinere Rücksetzer nicht scheut, muss, sagen wir mal, erst ab 15.000 in etwa stoppen oder 14.900. Alles, was drüber ist, könnten alles noch bullische Szenarien sein. Wenn der Kurs da reingeht, beziehungsweise da unten durchfällt, wie gesagt, 14.200, das wäre diese Marke hier. Die Fibo-Marke hier unten ist knapp unter 14.900. Wenn er da durchgeht, ja, dann müssen wir wahrscheinlich noch tiefer rechnen. Dann sind noch mal 1.000 Punkte nach unten locker drin. Also insofern, das wären für die Geduldigeren, die nicht ganz so eng stoppen wollen, mögliche Varianten, um die Long-Position vorläufig erst nochmal am Laufen zu halten. So, soweit die aktuelle Einschätzung direkt nach dem Wochenende. Mal gucken, was draus wird. Beim Dow haben wir so ein halbes Handelssignal, also konkretes Handelssignal. So 100% glücklich bin ich damit noch nicht, aber es wäre ein Filter, der mir eben sagt, okay, wenn er diese Zwischenhochs da triggert, dann ist es vorläufig die Long-Seite. Warum ist das nicht ein Long-Einstieg? Naja, weil er dann ja erst nochmal in die etwas größere Pause muss, zwar auf ähnlichem Niveau, also eher seitwärts gestreckt, aber dann versuche ich eher etwas später dann da reinzugehen. So, soweit meine Einschätzung aktuell. Euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.